Sarah Biasini zu Besuch in Wien, der Geburtsstadt ihrer Mutter, Schauspiellegende Romy Schneider. Sie präsentierte ihr erstes Buch Schönheit des Himmels, ein Buch übers Muttersein. Ich habe begonnen, dieses Buch zu schreiben, als ich gerade 8,5 Monate mit meiner Tochter Anna schwanger war. Damals war mein großer Bauch auch gleichzeitig meine Schreibunterlage. Ich habe darüber geschrieben, was für eine Mutter ich sein will, was ich für ein Kind war und wie meine Mutter war. Es hat sich einfach angeboten, meine private Geschichte zu erzählen und selber einen neuen Blickwinkel auf alles zu bekommen. Man liest über private Momente, wie zum Beispiel den frühen Tod ihrer Mutter. Ich habe noch viele Dinge für mich behalten, die weiterhin nur mir gehören. Im Buch selbst habe ich rückblickend wohl mehr Fragen als Antworten gefunden. Außerdem ist bereits viel zu viel über meine Mutter in der Öffentlichkeit breitgetreten worden. Doch wie war sie in ihren Augen wirklich? Sie war viel stärker und mutiger, als viele meinten, und wir beide haben auch viele Parallelen. Sie hatte einen starken Charakter und einen guten Sinn für Humor, und das mit viel Ironie. Und sie hat ungern private Fragen in Interviews beantwortet, genau wie ich. Zusammengefasst ist das Buch meine Familiengeschichte mit einigen wunderschönen Geistern.